Dann kann nur noch einer kommen. Uns fehlt das letzte, das sechste Team und es ist das Team Shorty! Shorty Seiler! Und wir funken damit nach Bremen, denn dort ist er zu Hause, dort lebt er seit vielen Jahren. Ah. Schon zwei Tage her ist, dass er den letzten Walkrun hatte. An Tag. Was ist das? Oh, das Team Seiler ist da. Oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes. Grüße zusammen. Ich habe nichts gehört. Kannst du mich hören? Können Sie mich verstehen? Ja, jetzt ja, laut und deutlich. Das ist doch hervorragend. Ich meine, ja, das ist ja schon, dein letzter Walkout ist schon weit hinher, oder? Fühlt sich gut an, oder? Ja, wir beiden Hobbyrentner sind die einzigen, die sich daran erinnern, aber du weißt ja, die Endpelle rennen die Arme runter und gibt es denn was Schöneres, als an Tagen wie diesen hier zurückzukommen ins verrückte Fernsehen mit der Emma Lonely Darts Club Popo Show. Wie geht's dir? Wie froh Ostern dir auch, Shorty. Wie hast du den Tag heute verbracht? Oh, ganz gechillt, ganz gechillt. Wir haben heute selbstgebackenes Brot, Zucchini Kartoffelbrot von meiner Wiebke. Zubereitet schön, legt mit fetten Eiersalat. Also es gibt hier neue Töne, die wollen wir nicht weiter erklären. Ja, wir schieben das alles auf die Technik. Ja, wir schieben das alles auf die Technik. Wir tun sowas nicht. Max erzählt noch, dass man eine Knoblauchfahne hat bis nach Ägypten und du trötest wie so ein kleiner Elefant. Ja, dann kannst du mal sehen, in Deutschland haben wir nie die Laune verloren und haben auch noch gutes Essen am Start. Deutschland rockt, Freunde. Bleibt zu Hause und lasst es euch gut gehen. Haut den Ranzen voll und genießt die Tage mit der Familie. Ja, ich meine, wir haben echt Spaß. Macht das Bock hier mit euch. Shorty, wie gut bist du mit links? Würdest du mit links mich schlagen? Sag jetzt nicht ja. Ich würde ganz ehrlich mal die Gegenfrage stellen. Bei deinem Training, BG Elmer, musst du doch der weltbeste Spieler sein. Das geht doch gar nicht. Wer dich schon alles vor der Flinte hatte. Was du für Trainingspartner hattest bei BG Elmer. Und dann mich fragen, ob ich mit links eine Chance hätte. Nicht den Hauch. Aber mit links kann ich mir nicht mal diverse Körperstellen erreichen. Also das wird ein gefährliches Unterfangen, sage ich euch. Das Gute ist, das musst du hier auch nicht tun. Ja. Nur zweimal, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Du musst einfach nur zwei Darts werfen. Wirf sie bitte nacheinander. Lass uns zuvor aber einmal bitte auf die 10 Fans schauen, die in dein Team kommen möchten. Das geht mit Ingo los, Danny, Lukas Köberl, Sacha Hammes, das ist doch ein geiler Name, Kevin, Marcel, Patrick, Lars, Yannick und Tiziano D'Agata. Er versucht auch in der... So, geh ran als Offen. Du wirfst mit links einen Dart und triffst bitte das Board. Und wenn du nicht triffst... So, ich gehe auf Bull. Da sieht einer 6 aus für mich. Da sieht einer 6 aus, okay. Lass uns kurz kontrollieren, wer die 6 hat. Das ist Marcel Schmidt. Die 6 hat Marcel Schmidt. Er ist also jetzt mit dabei. Der bekommt jetzt die Info und der wird dann. Ich kenne aber nicht die alte Version von Marcel Schmidt, weißt du? Da sieht er was jung oder älter ist, sein Kollege. Eine ältere Version Marcel Schmidt kenne ich, sogar ehemalig Teamkollege Nationalteam. Wenn das mein cremiger Sally ist, du lieber Himmel, da bin ich aber voll auf Freude. Ist das der Marcel Schmidt, den ich auch kenne? Ja, ja, möglicherweise. Ne? Möglicherweise. Vielleicht lassen wir uns beide gleich überraschen. Schauen wir mal. Aus Bremen auch, oder? Ja. Genau. Ja. Ja. Aber das hätte ich ja. Ich habe ja diese ganzen. Das wäre der Hammer, aber ich glaube, er ist es. Das ist nicht so schlimm. Nur. Wir sind ja hier, um neue Leute kennenzulernen. Ja. Schmeiß den Start, bitte. Schmeiß jetzt? Okay. Weiter. Wieder Richtung Bull sein. So, schneid euch an, Mädels. Oh, zu wenig Schwarzboden. Eine satte 2 ist es geworden. 2. Satte 2. Und die 2 ist unten der Yannick Kaya Delen.
Der Janik kann erwähnen, kriegt also auch jetzt eine Nachricht und auch er ist mit dabei. Schaut dich mal ganz kurz im Hintergrund. Nostalgie ist aus deiner Kneipe damals, ne? Oder da hast du ein geiles Mädchen von. Bist du hier das? Von meinem Kumpel Toffi. Toffi hat mir ein schönes Bild gemalt hier. Schaut, Designer, noch mal letztes Bild. Und hier habe ich mal in Bitterfeld ein cooles Turnier gewonnen. Da habe ich einen Willem Tell Holz geschnitzt von so einem russischen Künstler. Also, okay. Als das Ding fertig war, hat er auch gesagt, wann macht der Apfel in der Mitte? Naja, es hilft ja nichts. Also, ganz nett. Ein paar kleine okay. Gimmicks. Und hier habe ich dann letztens auf dem Turnier von einem Kumpel, das halte ich mal hier schön rein, weil das finde ich extrem cremig. Aus einem Holzstück geschnitzt, ein schönes. Machen wir ein bisschen höher. Ja. Ja. Cool. Ja, mal sehen, also wunderbare Arbeit, ganz toll. Jetzt gerade erst vor kurzem gekriegt. Ich bin begeistert, was sich so der eine oder andere Sympathisant so einfallen lässt. Ich stehe da immer an Flammen, das ist immer wieder schön. Und auch von dir, mein lieber Freund, was ich da so höre, wenn wir beide uns mal abtelefonieren in unserem Podcast, du bringst mich hier einen Schlinger wie kaum eine zweite, du. Da war ich aber mittelprächtig bis halb toll. Mhm. Jetzt mal ganz langsam. Das weiß ja noch keiner. Oh. Wir werden, das weiß ja wir werden, wir haben gesagt, wir machen jetzt mal einfach ein paar Folgen Podcast. In dieser Zeit macht eigentlich jeder einen Podcast. Und ja. Warum wir eigentlich nicht? Wir haben das immer schon mal im Kopf gehabt und das ist irgendwie auch schon Monate her. Jetzt werden wir das angehen. Wir werden nächste Woche Folge 1 sozusagen einsprechen. Ja. Und dann sind wir irgendwann überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Und ich weiß, der Name hat dir viel Gänsehaut verschafft und du hast nächtelang schlecht schlafen können. Ne? Game on, der Podcast. Und ihr müsst alle reinhören, wenn ihr Bock habt. Alles gesagt. Game on heißt die Nummer, Freunde. Über was werden wir reden, Jordi? Wir werden natürlich über Darts reden, ist ja logisch. Wir werden über alte Zeiten reden. Wir werden aber auch viel über dich einfach reden. Ein Blödsinn wird auf den Weg geben. Wir werden euch versuchen, ein bisschen aufs Leben einzustellen. Ja, nicht jeder kann so ein fantastisches Leben haben wie du. Ja, manche sehen dann auch wie ich. Und damit müsst ihr klarkommen. Ja, wir helfen euch da gerne durch. Ja, es gibt da so verbrauchte Materialien, die kann man pflegen, muss man nicht, aber holt euch Tipps, holt euch Anregungen, Game On heißt die Nummer, wird cremig. Ja, wir werden Gas geben. Wir haben, ist, man muss dann irgendwie so eine 2-Minuten-Version ja schon mal einsprengen, das haben wir gemacht und allein da haben wir uns schon so kaputt gemacht. allein das war schon cool. Ich freue mich ja, also es ist einfach schön, einfach mal wieder so ein paar alte Sachen durchzuquatschen und ein bisschen hier daran teilzunehmen. War ja auch toll. Die Reaktion, ich danke erstmal fett in die Runde. Hier die meisten Klicks, der alte Mann mit Bart. Hab doch immer gesagt, gefährliche Blutgrätschen von links. Kommt aus Bremen, fehlgesagt. So sieht's aus. Und das habe ich auch mitbekommen. Ich habe nämlich da in der ersten Show nochmal nachgeguckt. Der erste Bursche, der dabei war, Bremen, fehlgesagt, gerade frisch dabei. Hervorragend, Jungs. Du hast dir genau die richtige Stadt ausgesucht. Da spielt das erfolgreichste Achterteam Deutschlands. Der DC Fegeser, Freunde. Schreibt euch das hinter die Öhrchen. Randale-Bande. Macht richtig Spaß. Wenn ihr jetzt schon sagt, das erfolgreichste Team, ihr seid ja zielfacher deutscher Meister. Ja, aber Bremen ist ja auch wirklich ein Ort, der große Tradition im Dartsport hat. Das waren eine der ersten Dart-Kneipen, die gab es in Bremen. Ja, absolut, absolut. Wir sind 1974, 73, glaube ich, haben wir die ersten Aufzeichnungen da, unter anderem die Nostalgie, damals mit an den Start gegangen und dann hatten wir in Broadway große Freundschaft, Feindschaft, die Mannschaften haben sich immer bekriegt, wer macht den Meistertitel, war eine Heldenzeit, muss man sagen. Das war alles noch so voller Enthusiasmus, so wie hier. Völlig nonchalant, muss man erstmal probieren, Hauptsache kein Verletzen und mal anständig durch den Tisch treten. Also wir hatten noch nicht als erstes den Gedanken, wer sponsert uns die Nummer, das waren wir selbst. Wir waren einfach nur Enthusiasten. Ja. Und heute sind ein paar Kreuzer drin, gute Sache, aber es hat nie den Spaß an dem Spiel gemindert, muss ich sagen. Nur der Anreiz ist einfach da, jetzt frisches Blut reinzukriegen, ist einfach fantastisch. Also wir waren damals einfach ein paar Tage zu früh dran, würde ich mal sagen. Du bist ja ein alter Hauling, Schau. Hast du irgendeine Nummer, die du in so einer Zeit, weil sie so außergewöhnlich ist, weil das ist der Seilerkampf? Nö, aber ich habe mir mal von einem Kollegen ein paar Darts besorgt. Mein guter Daten.de Excel hat mir seine 2,3 Gramm Fox Darts gegeben. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die Dinger stecken. 2,3 Gramm, Freunde. Das Schwerste ist ja
Der Flight. Und jetzt geht's los. Da kommen sie angesaust. Da kann ich, glaube ich, fast gar nicht sehen, so groß sind die. Aber jetzt sag mal, ist das schwer, die überhaupt ins Board zu bekommen? Kannst du auch ein bisschen Druck rein? Nein, also es ist genau dieselbe Hand, aber das ist ja das Krasse an dem ganzen Ding hier. Das sind 2,3 Gramm, bisschen mehr Gas geben im Arm, dann kriegst du sie dahin, wo du willst. Also auch damit habe ich mir die eine oder andere Hopfenkalschale in meinen jungen Jahren erarbeitet. Guckt ihr, seht ihr, sowas benutzt meine bessere Hälfte, um dir eine Socke zu stopfen. Und wenn du, wollte ich gerade sagen, und nachher strickst du davon damit noch einen Schal wahrscheinlich, ne? Einen guten Weiß. Ja, wenn ihr Pech habt, sogar mit Spruchband. Also, ich bin ja absolut multitasking und flexibel in all diesen Zeiten. Ich könnte sogar noch stricken lernen. Weil unter Wasser Mundklöppeln kann ich ja schon. Ich meine, jetzt sagst du 2,3 Gramm. Die leichtesten Darts, die auf der Profitour gespielt werden, sind die von Bunting mit 12 Gramm. Das ist ja schon irgendwie ja. Kinderkram. Die Tuche zu. Was macht es so schwer, mit leichten Darts zu werfen im Vergleich zu schweren Darts? Was ist das Problem eigentlich für Profis? An und für sich musst du nur ein bisschen mehr Druck ausüben. Das heißt, du musst viel genauer sein eigentlich. Du kannst nur der ein oder andere Schüssler Weng, den du im Wurf hast, wird immer weggenommen von der Schwere deines Barrels und der zieht sich im letzten Moment nochmal gerade und steckt dann so im Board, aber er kommt in die Richtung, wo du hin willst. Und bei diesen Jungs machst du den Fehler, zieht er sich von Hand bis Hände durch und er schießt überall das Board und nicht dahin, wo du willst. Shorty, dein Team ist komplett, beide jetzt hier mit eingeschaltet. Und stell dich nochmal ganz kurz vor, wir fangen mal in der Bildmitte an. Du bist ein bisschen im Schatten stehen. Wenn du vielleicht etwas näher an dein Dartboard gehst, würde man dich vielleicht noch erkennen. Ansonsten Jungs, ich bin der Ingo. Hallo, ich bin der Ingo. Ich wollte gerade sagen, ich weiß ja, dass ich nicht die beste Wahl bin, aber ihr müsst euch doch nicht alle gleich verstecken. Was ist denn los mit euch? Komm ins Licht! vielleicht mit Brille. Wer bist du? Wie heißt du? Hallo, ich bin der Ingo. Hallo, du bist Ingo, der Ingo. Okay. Ingo, wo kommst du her? Ich komme aus Düsseldorf. Ah, du kommst aus Düsseldorf. An Tagen wie diesen, Elmar. An Tagen wie diesen, da ist mein Mann, das läuft. Hervorragend. Ingo, ich komme gebürtig aus Bergisch Gladbach, bin also mehr Köln orientiert. Also wir beide werden eine gute Zeit hier haben, bin mir ganz sicher. Bestimmt. Wie gut, denke ich mal. Wie gut spielst du da, Ingo? Es kommt drauf an. An guten Tagen spiele ich schon so 55 bis 60 Average, aber es kann auch mal schlechten Tagen geben. Das ist ja besser als der Shorty. Glaube ich nicht. Guck mal, wie viel Ruhe hier auf einmal herrscht. Da brauchen wir wieder einen Angriff. So, das ist Ingo. Ingo also rechts. Wen haben wir nochmal in der Bildmitte? Wer war dein Name nochmal? Der Marcel. Ich bin der Marcel aus Maschstadt. In der Nähe von Baum. Der Marcel Schmidt. Er ist nicht der Marcel Schmidt, den du gedacht hast, ne? Nein, nicht ganz. Aber ja, ich bin nicht Marcel. Ich bin 17. Du bist 17? Wie gut spielst du? Ja. Ja, so hobbymäßig spiele ich ein bisschen so um die 50 rum. Okay. Ah. Jungs. Es ist die Aufgabe, das Team Gabriel Clemens zu schlagen. Lasst uns vielleicht noch einmal gemeinsam einen Blick werfen, damit ihr wisst, welche Punktzahl es zu knacken gibt. Habt ihr das Spiel verstanden? Habt ihr das Spiel gesehen eben? Ja, ne? Ja, alles klar. Machen wir. So, schaut oben. Gabriel Clemens, 1210 Punkte. Es geht jetzt wirklich darum, wer diese erste Runde in unserer Elmar Paulkes Lonely Darts Plattform gewinnen wird. Wie geht's zu knacken? Das Team Bunting ist bislang auf Platz 5 und es sieht nicht gut aus für das Team Bunting, wenn wir das mal so festhalten wollen. Also, 1210, das ist der Punktestand, den es zu knacken geht. Und Shorty wird als Teamkapitän das Ganze eröffnen. Und meine Leistung ist hier, den Timer abzurufen. 3 Minuten habt ihr Zeit. Bitte, nennt den Punktestand und erst wenn der genannt wurde, darf der Nächste werfen. Das ist damit wir so ein bisschen eine konforme Abwägung haben, damit es fair ist. Wir halten den Fairplay-Gedanken Shorty aufrecht und der ist uns ganz, ganz wichtig. Alles klar. Okay. So, jetzt der Shorty ist entweder erstarrt oder er steht im Freeze. Ich vermute eher, es wird das Freeze-Bild sein. Shorty, kannst du mich hören? Mein Shorty-Line. Sag mal hier was. In Köln kommt gerade kein Signal von Shorty an.
Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Okay. Er hat aufgeklingt, weil ich gesagt habe, dass der Ingo besser ist als er. Oh, ich bin nicht reconnect worden und hat nicht mit der Kamera am Start. Das ist doch nicht herrlich. Aber auch so unglaublich gemütlich beim Shorty aus. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Aha. Gut, Freunde, jetzt haben wir den Salat. Jetzt muss ich die Kamera hier drehen, um an das Board reinzukommen. Okay. Ja, hat sich vielleicht mal wieder verändert. Nenn uns einfach nur den Punkt gestanden. Ja, so drauf. So seht ihr noch ein bisschen grad, ne? Und nicht schummeln, ne? Okay, Jungs, ja. Geht alle ans Oki. Der Shorty fängt gleich an. Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1, Game on! Und die Uhr läuft. 81. Oh, der Cyber kommt gut rein ins Match. 81. 27. 24. Marcel, da geht mehr. 9. Eine 9. Hoppala. Dann muss der Team-Captain mal dran. Ich meine, dann muss Charles Shorty abliefern. Da sind wir bei 36. 36. Ihr dürft die Felder ruhig nicht benutzen. Das ist auch. Ne? Jetzt ihr habt noch 15 Sekunden. Ups, der ist drüber. Ja, da kommen die Nervenspiele. Eine 38. Eine 38. Ingo, komm, du hast mir was von einem 60er Average erzählt. Ah, 45. 45, ihr habt noch knapp 2 Minuten. 1,55. 60. 60, jawohl, Marcel, du kommst jetzt in die Pötte. Kommt, Männer. 48. Eine 48. 1:37 habt ihr noch. Alle drei zusammen, 180! 180, du Scheiler! Flippt komplett aus! Das gibt's doch gar nicht! 85! Shorty, I love you! I love you! 51! 51! Jungs, ihr habt noch 1:10. 700 Punkte steht's. Da ist noch 60, alles drin. 60, okay. Marcel ist dran. Der ist, glaube ich, nach links. 38. 38 Punkte von Marcel. Macht 797 Punkte. 21. 21, das ist, damit ist er nicht zufrieden. Damit ist er nicht zufrieden. Oh. 41, Benno. Ich brauche Geld. I need somebody. 64. 64. Ja. Ich glaube, da war der Doppel 20 drin. Komm, Ingo. Eine 5. 6. Entschuldigung. So, und jetzt noch 16 Sekunden, Shorty. Ah, 40 Stück. 40 Stück. Noch 10 Sekunden. Vor allem, Männer. 25, der letzte wird drüber genagelt. Kommt die Aufnahme vom Ingo, nehmen wir noch mit. 994 Punkte. Die 43. Zeit ist abgelaufen. 43. 1037 Punkte habt ihr damit am Ende. Aber Shorty, du hast noch. Das war die erste 180 im Wettkampf. Applaus. Ich tanze mal. Super. Team Seilo, yay! Männer, wir sind nicht Letzter. Wir sind nicht Letzter. Wir haben's! Marcel, du hast jetzt eine Chance, dem Shorty mal eine persönliche Frage zu stellen. Eine Frage, die er noch nie gehört hat. Nutze sie. Es kann auch ruhig unter. Ja, wann hattest du dein letztes Profi-Match? Oh, 2014 war das. 2014, danach habe ich nochmal ein bisschen versucht. Kommen, aber 2014 war das und dann habe ich mit dem Typen da im Hintergrund die ganze Zeit gesabbelt und vergessen darüber nachzuspielen. Und, also mich kennt man wirklich, seit 2014 war meine letzte WM, ja. Mein Shorty war der ersten deutschen Spieler bei der WM überhaupt, bei der PDC-WM, ne? Damals Shorty, 2006.
2-6, genau. Ingo, damals Nummer 1 in Deutschland da und bin eingeladen worden. Ja. Ingo, hast du noch irgendeine Frage, die dir auf der Seele liegt, die du immer schon mal wissen wolltest? Und du hast. Nee. Eigentlich nicht, ne? Lass mich auch gerne was zu meinem Leuchtturm fragen. Warum trinkt ihr Alt? Ich kenn mich selber in Bremen ziemlich gut aus, ja. Danke. Nein, sehr gut. Marcel und Ingo, ihr seid Team Sporty natürlich zusammen mit dem Kapitän. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und ihr bekommt von mir die Nachricht, wann es für euch weitergeht, wann es für das Team Shorty Seiler weitergeht. Und damit darf ich mich von euch dreien verabschieden. Ihr seid wunderbar. Shorty wirft 180. Ich stehe in Flammen, Shorty. Also, du hast mal im Kommentar von harten Brustwarzen gesprochen. So ähnlich. So ähnlich ist es jetzt. Also, kommt gut ins Bettchen. Und bis bald. Shorty, jetzt bist du da. Jetzt bin ich nochmal da. Bis dann, ciao. Vielen Dank. Da bin ich noch. Ciao, John. Komm gut hin. Jawohl. Ach, es war lustig. Es hat Spaß gemacht. Es hat hoffentlich euch zu Hause auch auf andere Gedanken gebracht in diesen Zeiten. Das ist der einzige Grund, warum wir das hier machen. Dass wir zusammen eine gute Zeit haben, dass wir zusammen Darts spielen und vor allem viel lachen und viel, viel Spaß haben. Also Max Hopf, Smith und Shorty Seiler. Die drei sind Raketen. Und vielleicht nochmal abschließend der Blick auf den Punktestand, damit wir mal festhalten können, wer hat das erste Spiel gewonnen. Und es ist das Team Gabriel Clemens. Der Gaga hat es gerockt mit 1210 Punkten. Wie das Ganze jetzt weitergeht, das werden wir euch am Donnerstag oder werde ich euch am Donnerstag erzählen. Wir wollen gar nicht zu viel verraten. Das ist auch irgendwie Teil unserer Show, dass alle Beteiligten erst immer wieder am selben Tag erfahren, was denn als nächstes kommt, denn es soll natürlich auch eine Überraschung sein.